Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Subnautica. Es kamen übrigens Hinweise rein, dass das Inventar flimmert. Ja, jetzt sehe ich es auch. Das ist schlimm. Vor allen Dingen, ja, keine Ahnung. Ich habe mich gefragt, ob das mit meinem Ventilator zusammenhängen könnte. Das wäre ziemlich übel. Auf der anderen Seite, den hatte ich ja letzte Woche noch gar nicht laufen. Insofern wird das wohl nichts damit zu tun gehabt haben. Ich wollte noch mal ein ganz kleines bisschen hier weiterfahren und gucken, ob wir hier noch was anderes finden. Und sollte das nicht der Fall sein, ist das auch egal, weil ich werde mir definitiv diese oder nächste Folge, je nachdem, wann ich wieder zurück bin, eine Solarstation bauen, damit ich den Fabricator hier im Schiff nicht mehr benutzen muss. Sieht ja interessant aus, dieser Halbkreis hier. Aber ich glaube nicht. Man hat mir irgendwie auch geschrieben, dass es sein kann, dass mir die. Oh, Moment. Da wollen wir mal kurz gucken, ob er die mitgenommen hat. Normalerweise. Ja, doch. Die Motte ist da. Ein Glück. Ich hatte das ja letztens, dass er die vergessen hatte. So, ich weiß nicht, sieht irgendwie jetzt so aus, als würde da doch nichts mehr kommen. Vielleicht sollte ich mich auf solche Erkundungstouren eher dann verlegen, wenn ich deutlich mehr Strom habe. Können wir mal da lang fahren. So, da müssen wir hin. Also ungefähr in die Richtung jedenfalls. Weil ich schlimmstenfalls hier auch eine Solarstation bauen kann. Können natürlich auch mal ganz umziehen. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Ich habe mich gerade eben ein bisschen verjagt. Was war das? Aber links oben steht's. Ich habe schon wieder Wasser bekommen durch meinen Anzug. Der Anzug ist wirklich toll. Den kann ich wirklich jedem empfehlen. Baut euch einen Stillsuit. Würde ich allerdings auch erst machen, wenn das Strahlungsleck der Aurora beseitigt ist. Vorher ist es wahrscheinlich eher schwierig. Und an für sich kann man hier mittlerweile ganz komfortable Sachen machen, ne? Mit diesem Lavamesser, dass man sich die Fische automatisch kocht und so. Pass mal auf, ich glaube, ich schneide mal eben und bis ich drüben bin, weil das kann wohl noch ein bisschen dauern. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay. Das soll mir reichen bis hier. Na, hört's auf, das Geräusch? Nee, das gefällt mir nicht. Na, machen wir ein bisschen höher, ein bisschen zurück. Ich habe keine Ahnung, was da so vehement mein Schiff rammt, aber das gefällt mir nicht. So, was brauche ich jetzt für ein Solarpanel? Dafür bräuchte ich den Builder. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, legen wir den auf 5. Solarpanel. Und ich brauche erstmal einen Korridor, zwei Titanen, dann brauchen wir. Ah, man braucht nur noch Glas für. Ach nee, für eine Hatch brauche ich immer noch Glas. Drei Glas brauche ich, zwei Titanen und vier Titanen. Hier, eins, zwei. Glas habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Könnte ich mir aber herstellen. Machen wir mal eben schnell. Ach, da brauche ich doch mehr Glas. Mehr Quarz. Glas ist richtig teuer. Was Quarz angeht. Wo habe ich jetzt? Eins, zwei, drei. Schade, meinen gesamten Quarzvorrat damit aufgebraucht. Nun gut. So, das wird das letzte Mal sein, dass ich mir da wahrscheinlich was drin hergestellt habe. Anzunehmen jedenfalls. So. Eine erste kleine Minibasis kann ich mir hier drauf errichten. Also soll gar keine Basis sein, soll nur so ein Herstellpunkt sein. Das machen wir auch. Und zwar hier. Bilder, einen Korridor. Kürzt mir jetzt nicht ab, bitte.
Kann ich den nicht drehen? Doch, kann ich drehen. Ja, das passt. So, dann können wir da eine Hedge drauf bauen. Baue ich die oben ein oder baue ich die lieber vorne ein? Baue ich da ein. So, und jetzt kommt ein Solarpanel. Wieso habe ich denn jetzt nicht mehr... Ah, okay. Die Hedge vergessen, dass die ja auch noch die Titan braucht. Gut, haben wir gleich. Bitte, die Musik hätte jetzt ruhig weitergehen können. So, nehmen wir mal... Hab lieber mal so viel Metall mitgenommen, dass ich mir zwei Solarpanels bauen kann. Quatsch, das ist ja eine Foundation. Wo ist denn das Solarpanel? Ah, da. Was gibt's hier noch? Fabricator, Locker, Fragment Analyzer, Workbench und unter Misk ist noch nichts. Habe ich mir das jetzt nicht ausgewählt? Solarpanel? Doch, jetzt haben wir es. Ach, guck mal, das ist schon so schräg dann. Okay, gut, dann schneiden wir das da mal hin. Und... 87% charged. Okay, guck mal, er lädt das schon auf und zeigt auch, wie viel Sonne drauf scheint. Hm, dann könnten wir natürlich das andere mal anders drehen, was? Vielleicht bringt das ja mehr. Sun 80% und hier ist... Nö, ist tut sich nichts. Also der Winkel, in dem das steht, ist nicht so aussagekräftig. So, und habe ich jetzt dann hier drin automatisch Strom oder wie funktioniert das? Ich müsste mir auf jeden Fall ja hier drin einen Fabricator bauen. Dazu brauche ich wieder Titan. Okay, das holen wir uns auch nochmal. Wir können mal eine Metallsammelrunde machen. Aber noch habe ich ja welches. Eigentlich brauche ich nur einen, ne? So, was brauche ich für eine Workbench? Kann ich die nicht ausbauen? Jo, die kann ich ausbauen. Das machen wir doch mal. Genau. Die werde ich ja unterwegs vielleicht nicht unbedingt brauchen. Oh, jetzt wird es aber fix dunkel. Und... Der ist fast aufgeladen und der ist aufgeladen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Okay, ein Fabricator. Ah ja, Power 100% hat das Ding, das ist gut. Und dann können wir die Workbench hier auch wieder aufstellen. Die stellen wir dann mal... so auf. Ja, ich kann hier jederzeit wieder wegnehmen. Und eigentlich würde ich hier auch noch einen Locker einbauen wollen. Also einen bräuchte ich da auf jeden Fall. Was war Locker? Brauch nochmal was? Okay, auch nochmal zwei Titan und Glas. Das ist ein Problem. Zwei Titan und Glas. Dann fehlt mir ein Quarz. Gut, das können wir uns ja draußen mal eben suchen. Da haben wir schon welches. Na, 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 na. Lass ich bloß in Ruhe, du. Wow. Kommen wir doch näher, als ich möchte. Oh.
Okay, wollen wir es nochmal versuchen? Ist er noch da oder ist er weg? Ich würde sagen, er ist weg. Der Krebs kommt nicht wieder. Boah, krass. Ja, ich bin gemein, einfach die Krebse zu töten. Aber es funktioniert ja. Sehr gut sogar, muss ich sagen. Das funktioniert ja prächtig. Ja, am Dinger. Aber mit der linken Maustaste kann man mit der Waffe momentan nichts machen. Vielleicht kommt der ja noch irgendwann mal ein Feature hinzu oder so. So, das passt. Da ist mein Schiff, da ist meine Basis. Okay. Ich will mal gleich mal ausprobieren, ob es funktioniert. Jo, lass. Power 91%. Okay. Warum ist jetzt schon so schnell runtergegangen? Frage ich mich. Aber gut, das soll mir wurscht sein. Das lädt sich ja jeden Tag wieder neu auf. Ach, das ist schwierig mit Hinsetzen, so, ne? Oder? Das mache ich lieber auf die Seite. So, und dann kann ich ja solche Sachen wie Quarz. Eigentlich kann ich alles hier reinpacken, ne? Oder? Würde ich sagen. Aber noch zweimal Glas. Wo habe ich denn so viel Glas über? Mir ist es, eigentlich ist mir das da drin echt zu eng. Also schön ist es nicht. Ich warte eigentlich auch darauf, dass es mal ein Update gibt. Also das nächste Update soll momentan am 17.07. kommen. Jedenfalls ist es so geplant. Und ja, in dem Update werden dann wohl auch größere Basen drin sein und Observatorien und. Also das sieht optisch sehr nett aus und auch größere Räume, in denen man da mal bleiben kann. Oh, ein Blieder. Na komm her. Komm her, Blieder. Oh, falsche Waffe. Na kommst du. Komm her. Akku leer. Scheiße. Okay. So, dann erstmal was essen und trinken. Das ist so super. Das ist so super mit dem. Nee, den esse ich so nicht. Also dieser Anzug ist mal echt klasse. Nie wieder Trinkprobleme. Das ist wirklich super. Ach, hier liegt Silber rum. Interessant. Ja, da brauche ich noch einiges von. Und ich müsste jetzt erstmal die. Oh, die nehme ich mal mit. Erstmal nie, wofür man die gebrauchen kann. Habe ich meine anderen Flossen dabei? Jo, habe ich. Swim Charge. Jetzt. Dann wollen wir ein bisschen durch die Gegend schwimmen und dabei aufladen. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Aber wenn ich dafür nicht mehr so wahnsinnig viel für Batterien sammeln muss, ist ja auch gut. Ja, da geht ja auch immer einiges bei drauf. Kann ich den einfach... Ist denn dahinter ein Durchgang? Tatsache, ja. Krass. Okay, den kann ich unter Umständen... Schießen, ne? Wow, das Ding hat aber richtig Power unterm Arsch. Das ist nicht schlecht. Dann könnten wir eigentlich mal in ein paar andere Höhlen, wo wir noch nicht waren. Oh, hier ist dunkel. Vielleicht waren wir hier auch noch nicht drin.
Problem ist, dass ich gleich ertrinken werde. Das heißt, mal eben schnell raus. Und dann die Wasseroberfläche. Na, warum der das nicht speichert, dass der jedes Mal nach einem Neuladevorgang hat der keine Luft drin. Na gut, hat ja nochmal funktioniert hier. Ich habe noch ein bisschen Taschenplatz, da gehen wir nochmal rein. Da möchte ich mich jetzt nochmal drum umschauen. Alleine wegen Quarz, auch wenn ich jetzt keine Taschenlampe habe und das nicht ganz optimal ist. Aber ein bisschen was sieht man dann ja doch, ne? Verdammt, das kann natürlich in die Hose gehen, ne? Ach, guck mal, wie meine Flossen leuchten. Das ist ja cool. Das sieht ja geil aus. Okay, da vorne ist einer. Den müssen wir definitiv abschießen. Und den da. Die Jungs kann ich gerade nicht gebrauchen. Ja? Und hier geht's auch schon wieder raus. Du bist hier ganz umsonst zerstört. Die Musik finde ich gut gerade. Ein bisschen laut vielleicht. Ich spreche mal ein bisschen lauter. Müsste aber eigentlich gehen, oder? Hier müsste ich von der anderen Seite aus ran, um den wegzuschießen. Gut, dann gehen wir mal raus. Ich glaube, ich schwimme nachher einfach mal eine ganze Weile lang offline durch die Gegend. Wo am besten irgendwie Maus nehmen und... Nee, das geht nicht. Schade. Ich dachte, man könnte einfach irgendwie hier die Steuerung blockieren und der schwimmt dann immer gegen die Wand und lädt sich auf. Okay, so clever waren die Jungs. Das geht nicht. Ein gängiger Cheat bei verschiedenen Anlässen und sowas. Ganz richtig ist das natürlich auch nicht. Aber bis es auf 100% ist. Okay, wenn man nicht ständig wieder neu schießen würde, würde es sich auch schneller vollladen können. Was schwimmt denn da noch rum von mir? Crash Powder. Durch den Boden gebackt beim Töten von... das nehme ich mal mit. Naja, dachte ich, dass ich das mitnehmen könnte. Ich würde aufpassen. Oder komm noch mal raus. Komm noch mal raus. Dahin. Weg, aber jetzt habe ich das. Jetzt ist das Nest wenigstens noch da und er kann nochmal neu spawnen. Das finde ich dann doch fairer. Im Fisch gegen Power 100%, so wollen wir das sehen. Ich könnte nochmal. So, zwei Titanen haben wir. Dann machen wir unsere Basis mal eben ein bisschen größer. Nee. Das ist dumm. Ich muss erst raus, dann muss ich es auseinanderbauen. So, dann hängen wir da nochmal einen Korridor dran. Mit dem Mausrad drehen. Genau, und dann kommt da jetzt, habe ich noch mehr Titan dabei. Machen wir jetzt einen Tee hier dran oder was machen wir? Könnte man eigentlich, ne? So, dann kann ich da ja meinen Hedge dran bauen.
Wieso soll mir denn jetzt Glas fehlen? Nee, Titanium fehlt mir. So, klar. Gut. Um das eine, was uns da fehlt, können wir uns da wahrscheinlich mal eben hier schnell besorgen. Das kann auch so schwierig nicht sein. Hier liegt noch mehr Quatschpowder rum. Na, wo ist es denn? Wenn man welches braucht, liegt hier ganz rum. Ehrlich. Ich finde die Solarstation schon mal richtig gut. So, okay, ich habe hier was. Ich sammle hier noch ein bisschen weiter auf und lade vielleicht auch meine Waffe hier gerade mal zu Ende auf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Warum bewegt er sich denn nicht? Sehr merkwürdig. So, okay, wie gesagt, ich mache hier mal eben fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir mal hinfahren. Vielleicht, eventuell würde ich ganz gerne mal rüber zur Aurora und Normal X suchen. Weil ich ganz gerne diesen Eingang zum Lava-Biom, den würde ich gerne mal finden. Vielleicht finden wir noch ein paar X. Das könnte ja sein. Okay, okay. Dann, warte mal, ich glaube, mehr Batterien werde ich nochmal sammeln dann. Ja, ich sammle nochmal Batterien. Das bereite ich schon mal vor. Und dann, dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar X finden. Guti, bis dann. Tschüss.